Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich möchte euch in dem Vlog, der halt so wieder aus mehreren Tagen besteht, zeigen, was ich in meinem Garten und auf meiner Terrasse mache. Erstmal so, ich habe echt keinen grünen Daumen. Bei mir sind sogar schon Kakteen gestorben. Ich kann das echt wirklich gar nicht und ich habe auch null Plan davon. Und Manu hat kein Interesse, sich damit zu beschäftigen, also muss ich es machen. Wir haben ja so ein Stückchen Garten. Der Großteil ist halt Wiese, was sich natürlich gut macht für die Kinder. Aber auch da möchte ich ein bisschen was verändern. Da kommen neue Spielgeräte für die Kinder dazu. Bisher haben wir ja nur einen Sandkasten und Fußballtore. Und ich habe aber auch so einen langen Streifen Beet. So, und ich habe da schon Verschiedenes die letzten 5 Jahre ausprobiert. Und es ist nie so richtig was geworden, wenn ich so... Gurke habe ich ausprobiert und Mais und alles Mögliche. Ist nie richtig gekommen. Das Einzige, was richtig gut funktioniert, sind meine Brombeeren und mein, was sind das? Johannisbeeren? Und ich möchte dieses Jahr auf diesem langen Streifen halt was pflanzen, wo ich immer nur mal nachschneiden muss und Unkraut zupfen muss, aber was jedes Jahr aufs Neue wiederkommt, dass ich nicht jedes Jahr im Frühjahr dastehe und da irgendwas pflanzen muss. Also will ich irgendwas, was da wiederkommt. Und für die Terrasse habe ich mir ein Hochbeet bestellt und da möchte ich dann mit Vince einfach ein bisschen was pflanzen, so Erdbeeren und sowas. Und dieses Jahr überdachen wir auch unsere Terrasse, da kommt jetzt ein festes Dach dazu. Genau, und ich fahre jetzt mit den Kindern Pflanzen einkaufen. Zum einen hole ich ein paar Stiefmütterchen, die will ich vor die Tür pflanzen. Und dann habe ich noch was DIY-mäßiges selber gemacht, da kommen auch Stiefmütterchen dran. Und ich möchte gucken, dass ich halt was für das lange Beet bekomme. Vince, bitte hör auf. Mir wurde Lavendel empfohlen. Muss ich mal schauen. Genau. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird mit den beiden Kindern im Baumarkt. Der Drache ist tot. Das ist aber sehr traurig. Oder? Ach so, ihr spielt nur so. Naja, gut. Okay, ich zeige euch nachher, was ich dann gekauft habe, aber wir fahren jetzt erstmal los. Ach, das ist der böse Drache. Ja, das ist der Papa. Okay, bis später. Also ich habe nur einen Bruchteil von dem gekriegt, was ich eigentlich wollte. Ich habe Stiefmütterchen ganz viele gekauft. Jedes Kind hat eine Windmühle bekommen. Und hier die 2 Töpfe habe ich noch gekauft. Die habe ich auch gleich mit den... Stiefmütterchen bepflanzt, die sind für vorne vor der Haustür und den Kübel hatte ich noch, der war mal von Ikea, habe ich vor ein paar Jahren gekauft. Da habe ich auch jetzt erstmal das ist dein so auch da rein? Ja. So, super? Ja. Okay. Danke. Not a sound sneaking out through your window. Searching for nowhere land. Ready or not, this might be our last chance. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich konnte jetzt mehrere Wochen nichts an diesem Projekt machen, weil entweder hat es tagelang geregnet oder es war richtig, richtig kalt. Wir hatten jetzt auch noch mal mehrere Tage mit Frost und auch Schnee hatten wir gestern noch mal. Heute soll recht gutes Wetter werden. Nee, Svea, nicht mit deinen Frühstücksfingern an die Kamera. Heute soll recht gutes Wetter werden und morgen schon wieder nicht mehr. Also, Svea ist ganz so krank. Also es soll die Sonne scheinen, was sie jetzt schon tut, und es soll relativ warm werden. Und was das Wichtigste ist, es soll nicht regnen. Und deswegen will ich heute einiges im Garten schaffen, kann natürlich aber nicht alles schaffen, was ich euch eigentlich in diesem Video zeigen wollte. Und ich will das Video jetzt erstmal raushauen und es wird dann einfach Ende Mai nochmal einen zweiten Teil geben. Ich möchte auf jeden Fall heute halt noch einige Pflanzen kaufen, sowohl für das Hochbeet, als auch für meine Rabatte. Ja, aber ich möchte mir zum Beispiel auch noch Rosenstöcke für die Rabatte kaufen und so. Und das ist ja ein bisschen was Teureres, sag ich mal. Und deswegen geht das jetzt gerade im Moment sowieso nicht, weil unser Auto in der Reparatur war. Und ja, auch die Terrasse ist natürlich noch überhaupt nicht fertig. Also wir haben da noch nie draußen gesessen. Geschweige denn, dass meine Deko da steht oder irgendwas. Einfach weil sich's... Was heißt denn hier? Einfach weil sich's noch nicht gelohnt hat, weil das Wetter nicht danach war.
Und es wäre also ich könnte das natürlich jetzt alles schön draußen dekorieren und hinstellen, euch das abfilmen und nachher wieder wegräumen. Aber ihr wisst, solche Videos mache ich nicht. Und deswegen wird es dieses Video einfach geben und fertig. Und es wird einfach einen zweiten Teil geben. Und vielleicht könnt ihr mir zwischendurch unter dem Video nochmal so ein paar Tipps geben, weil ihr wisst, ich habe von all dem, was ich hier mache, eigentlich keine Ahnung. Und dann kann ich das bis zum zweiten Video vielleicht sogar noch umsetzen. Das wäre vielleicht noch ganz cool. Genau, deswegen werde ich euch heute noch einiges zeigen. Und es wird auf jeden Fall noch einen zweiten Teil geben. Not a sound. Sneaking out through your... So ihr Lieben, ihr habt gerade schon gesehen, wie Manu mein Hochbeet aufgebaut hat. Das ist von Garten und Freizeit. Das verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. So sieht das jetzt aus. Bei mir wird sich allerdings etwas ändern. Und zwar werde ich diese Etage rausnehmen, weil ich möchte da unten Tomaten reinsetzen. Und hier oben kommen Erdbeeren rein. Ich fange wirklich ganz, ganz klein und langsam an. Vince hat sich Erdbeeren und Tomaten gewünscht, also machen wir das. Und ich habe mir hier rein solche Balkonkästen gekauft, weil gerade hier bei dem oberen kommt Vince ja nicht ran. Und ich möchte nicht fördern, dass der lernt, irgendwo hochzuklettern, um wo ranzukommen. Und so kann ich halt den Balkonkasten dann rausnehmen. Da kann er das gießen und kann auch dann abpflücken, wenn was dran ist. Ich dachte, das wäre eine leere Büchse. Die ist auch noch nicht leer, ist nicht aufgegessen. Genau, so habe ich mir das gedacht und habe heute alles gekauft, alle Pflanzen, also die Erdbeeren und die Tomaten. Und da kann es losgehen. Das steht auch noch nicht an seinem Originalplatz. Das kommt dann noch an eine andere Stelle auf der Terrasse. Also das Hochbeet hat wie gesagt 4 Etagen. Es war super einfach zusammenzubauen. Ich finde die Farbe unglaublich schön und es ist halt schön platzsparend. Deswegen für unsere kleine Terrasse und auch für kleine Balkone finde ich das super gut. Und das können wir mal hier vielleicht ganz sehen. So sieht es unten aus. Und dann war jeweils halt noch so eine Folie mit dabei, die man da so dann reinlegen kann. Das habe ich ja jetzt nicht genutzt, weil ich das ja wegen Wind so eingepflanzt habe. Aber ich finde das super toll und im nächsten Teil werdet ihr das dann bestimmt auch nochmal sehen, wenn das dann wirklich, wenn da unten auch die Tomaten stehen und vielleicht habe ich dann sogar noch irgendwas anderes drin. So, ich widme mich gerade noch mal meinem Beetchen und ich habe mir Hornspäne gekauft. Das ist so ein recht pflanzlicher Dünger. Und was ich jetzt neu einsetze, ich hatte vor ein paar Tagen 2 Himbeersträucher eingesetzt. Damit haben wir jetzt Himbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren für die Kinder. Und heute habe ich noch mal Lavendel gekauft und habe zu Ostern von meinem Opa so ein paar schöne Blümchen geschenkt bekommen. Und die will ich jetzt noch einsetzen und da kommen gleich Hornspäne mit rein. Ich habe noch ein paar Erdbeerpflanzen übrig. Die habe ich jetzt hier noch, ich hatte noch einen Topf einfach reingesetzt und stelle ich dann einfach neben das Hochbeet. Und die Tomaten habe ich in so Übertöpfe erstmal gemacht und nehme die aber nochmal mit rein, weil die Nächte es halt doch noch ein bisschen kalt ist. Und da stelle ich die erstmal bei uns rein. So. Ich werde das Video jetzt hiermit beenden. Ich konnte leider nicht alles zeigen, was ich zeigen wollte. Das Wetter hat mir einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt nochmal zusammengefasst. Die Spielgeräte der Kinder stehen natürlich noch nicht alle draußen, sind noch nicht alle aufgebaut, weil es sich bei dem Wetter einfach nicht gelohnt hat. Wenn das dann alles nur rumsteht, die Kinder es nicht benutzen können, ist auch schade. Das heißt, das werdet ihr auf jeden Fall im zweiten Teil sehen. Meine Rabatte ist so gut wie fertig. Da muss jetzt noch der Rindenmulch drauf. Und ich möchte mir noch so 3 bis 4 Rosenstöcke kaufen. Ah, die sind ja ein bisschen teurer. Und da dazwischen noch so ein bisschen Lavendel pflanzen. Also das muss ich zum Beispiel noch machen. Und meine Terrasse ist natürlich noch überhaupt nicht so weit, wie ich sie gern hätte. Also da stehen zwar zwei Stühle, aber die stehen zusammengeklappt und unter einer Plane. Ich habe auch noch nie auf der Terrasse gesessen in diesem Jahr, weil sie es einfach noch nicht angeboten hat. Das Einzige, was jetzt wirklich da steht, ist mein Hochbeet, mit dem ich sehr glücklich bin. Ich war jetzt einfach mal so mutig und habe die Erdbeeren draußen gelassen. Die Tomaten habe ich, wie gesagt, reingenommen. Da warte ich noch so eine Woche, denke ich, bevor ich die dann rausstelle. Und dann bin ich gespannt, wie das mit Vince wird. Also der hat dann wirklich die Aufgabe, er hat sich ja die Pflanzen ausgesucht, er wollte unbedingt Erdbeeren und Tomaten. Und er hat dann auch die Aufgabe, mit mir zusammen natürlich, das zu gießen, da dann auch die Früchte natürlich zu pflücken und zu essen. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das klappt.
Genau, ja, bei der Terrasse, da fehlt halt noch alles. Da fehlt noch alles an Dekoration natürlich, meine Lichtelemente, meine DIY-Sachen, die ich so gemacht habe. Da fehlt halt noch alles. Aber es hat sich einfach bei dem Wetter, da hat man auch keine Lust so richtig da drauf. Und deswegen seht ihr das dann alles in meinem zweiten Teil. Freut euch da schon drauf. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt erstmal schon gefallen. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare, auf eure Tipps und Ratschläge. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!